Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von uns. Isabel, Papa und Christian wurden heute früh ja geimpft und die hatten so ziemlich beieinander Themen. Okay, Christian ist alleine gefahren ohne uns, den haben wir nur in der Stadt getroffen dann mal. Aber Isabel und Jack sind gleich zusammengefahren und ich habe mich einfach mal dran gehängt. Und wir waren dann hinterher erstmal ein bisschen shoppen und dann einkaufen. Und ja, wir zeigen euch einfach mal, was es geworden ist. Bei uns war nämlich im Marktcenter oder Rewe-Zentrum, wie wir das nennen, fünfjähriges Jubiläum. Und da gab es dann halt so ein paar Sachen. Meine Tasche haben wir jetzt nicht mit. Wir haben gedreht, da gab es unten vom Fitnessstudio von Enjoy so ein Rad. Glücksrad sozusagen, konnte man drehen. Und wir haben uns zu dritt erdreht für uns beide 2 Wochen kostenlos persönlichen Trainer-Training. Entweder Rücken oder Fitness, also Körperfitness oder beides zusammen. Da tut man so eh, sagt sie. Oder halt so Muskeltraining. Muskeltraining und so weiter. Und für uns beide zusammen. Ne? Also wir machen dann irgendwann mal, wenn die uns anrufen wegen Termin, ne? Einfach mal so eine Mutter-Tochter-Geschichte draus und gehen ins Fitnessstudio. Doch auch nicht schlecht, ne? Dann waren wir bei der Apotheke. Davor stand auch von der Apotheke, das ist diese Easy-Apotheke. So ein Klimaschutzding. Da stand so ein Stand mit mehreren Smoothies, die man ausprobieren konnte. Und wenn man das Becherchen zurückgebracht hat vom Smoothie, hat man dann auch noch was geschenkt bekommen. So kleine Pröbchen. So. Genau, und da wir zu dritt waren, hat die junge Dame uns 3 Stück unterschiedliche Sachen. Das ist alles von Seba Made, genau. Aufbaucreme haben wir jetzt so gratis bekommen. Anti-Haferlust-Shampoo, das ist genau richtig, probiere ich aus. Und dann hier trockene Haut, Urea Akut, das ist auch perfekt eigentlich für mich. Das waren so die Pröbchen. Das war so eine Aktion, wo man auch spenden konnte. Wir haben ein bisschen auch also nicht wie hieß das? Der Klimaschutz. Ja, so, ja. Weil irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wir haben auch noch ein bisschen was gespendet. Und dann gab es da so eine Aktion. Die Tüte gab es nämlich in der letzten Zeitung am Sonntag, genau. Und alles, was in diese Tüte passt, 20% günstiger. Und ich zeige euch einfach mal, was wir mitgenommen haben. Also ihr habt ja gesehen, die Tüte ist wirklich voll geworden. Okay, noch ein bisschen was hätte reingepasst. Aber wir haben jetzt nicht so viel, wollten da nicht. Es ist trotzdem fast, was war das, 90 Euro geworden, weil wir doch ziemlich teure Sachen mitgenommen haben. Wie zum Beispiel das hier, so von Voltaren, so Wärmepflaster. Und dieses hier ABC auch. Ich glaube, eins davon klatsche ich mir gleich auf den Rücken drauf. Brauche ich gerade dringend. Dann ist meine Voltaren-Schmerzsalbe akut kein Gel. Zu Ende gegangen. Also da, Schmerzgel. Ach ja, perfekt. Schmerzgel vor Ort, genau. Ich mag Gels mehr als Salben. Ja, ich auch. Ist mir zu Ende gegangen, oder fast, ist nicht mehr so viel, haben wir gekauft. Dann hat der junge Mann vorne... Der Chef der Apotheke, die sind ins Gespräch gekommen, wollten eigentlich nach Smoothie fragen. Der meinte, kommt in ein paar Minuten wieder, geht erstmal in die Apotheke. Und dann hat er uns gefragt, wonach wir denn so suchen. Und dann hat er Isabel angesprochen, weil er gerade gesehen hat, ja, du bist ja gerade so ein bisschen geschminkt, lass das. Ne? Du bist ein wunderschönes Mädchen, wegen der Haut und so weiter. Und dann hat er uns geraten, also ich habe gefragt dann auch, wo finden wir irgendwas, was so bei Akne hilft. Ne? Und da sind wir deswegen auch ins Gespräch gekommen und da hat er uns beraten. Das war bestimmt auch nicht günstig, ne? Ja, weil das Eucerin. Das war irgendwas mit 15 Euro fast und das irgendwas mit 11 Euro. Ja, minus 20%. Nee, andersrum, 11 Euro irgendwas und das 15 Euro. Ja, auf jeden Fall hat uns der nette Mann was empfohlen und wir haben das jetzt mitgenommen für Isabel, Eucerin, unreine Haut, Dermopur, Waschpeeling. Der hat gesagt, dieses Zeug nur einmal alle 10 Tage anwenden, sonst macht sie sich die Haut kaputt. Und hier nochmal eine Waschmilch. Waschreinigungsmilch. Die kann man aber jeden Tag benutzen. Genau, das hat sie dann täglich einmal so abends benutzen, um sich die Haut zu reinigen. Das haben wir mitgenommen. Dann habe ich für mich, ich will das ausprobieren, das ist
Phytokoffein-Tonikum, weil durch die Schuppenflechte verliere ich ganz schön viele Haare. Davon habe ich auch das. Und Isabel hat das 21, Plantur 21 und ich habe jetzt Plantur 39, weil, ja, für das Haar 40. Ja. Bin ich ja. Schützt die Haarwurzel kräftig, das Haarwachstum, tralala und so weiter. Das habe ich mir jetzt eingepackt. Dann habe ich, das sind jetzt die Dinger bei Teildingsmuster. Hier habe ich dann bei dem Smoothie-Stand, hier sind zwei Rezepte. Wir haben das Himbeersmoothie getrunken. Genau. Dann habe ich auf jeden Fall noch das hier mitgenommen. Das brauche ich immer wieder mal zwischendurch. Und momentan ist hier richtig, richtig ganz Schlimmes. Raphael ist an Männergrippe erkrankt. Also Corona ist das nicht, der hat sich getestet, aber dem geht es richtig dreckig seit gestern. Ich habe ihn zu Hause gelassen, der kam gestern früh. Der hatte so eine furchtbare Stimme, ich habe dann in seinen Hals reingeguckt, richtig knallrot. Kopfschmerzen, Rüssel, also die ganze Zeit dicht, ne? Der hat sich schon Nasenspray geholt und so. Und deswegen habe ich jetzt so Vic Vaporub Erkältungssalbe mitgenommen. Das war wirklich, notwendig. Ich habe keine Erkältungssalbe. Ich kann ja heute nicht duschen. Nee, du darfst heute nicht duschen gehen, Schnuckiputzi. Madame leidet wegen der Impfung, ne? Und mittlerweile merkt sie, Papa und auch Christian, den Arm doch schon. Aber ich heule nicht so rum wie du. Weil über mich haben sie gelacht. Was du, das merkt man doch gar nicht. Was stellst du dich so an und so? Du hast dich auch angestellt. So, an einem Stand von einem Rittergut war das, stand drauf, ne? Irgendwas aus der Umgebung hier. Haben wir zweimal Erdbeeren, zwei verschiedene Sorten. Einmal haben wir die... Beides mit M. Irgendwas mit M, ja. Malva und irgendwas anderes. Auf jeden Fall zwei Marlene, verschiedene... Marlene, glaube ich. Ja, genau, Marlene. Zwei verschiedene Sorten Erdbeeren mitgenommen. Die haben so eine richtig schöne Erdbeerfarbe. Oh ja, die sind richtig schön und die hat gesagt, die sind richtig süß auch. Kamera gedreht. Ja, für den Kuchen und auch so zum Snacken und vielleicht mache ich auch Erdbeerquark noch. Ja, dann waren wir bei DM. Ich mache das. Also, wir waren bei, was war das? Mr. und Lady, genau. Isabel hat für morgen für sich, für und die Abschlussfeier so und auch so, eine kleine Klatsch gekauft. Ne? Mit Band. Mit Band, so, so eine lange. Und ich habe, ich will das noch anprobieren, ich habe es nicht anprobiert. Wenn es nicht passt, muss ich das zurückbringen. Ich wollte aber schon lange gucken, wie mir so eine Latzhose steht. Also, ich mag meine. Und ich habe die mir jetzt gekauft. Da war auch 20% auf das Lieblingsstück stand drauf, ne? Und das war ja so schon reduziert auf 19,99 €, dann minus 20%. War ein Schnapper, finde ich. Also passt schon. Bei DM hat Madame für sich, das war wichtig, dass sie das mitnimmt, haben wir auch ganz, ganz lange gebraucht, um das zu finden. Bei DM, es gab immer so einen großen Aufsteller, so einen Drehaufsteller, da waren richtig schöne Nägel drin, aber als wir heute da waren, da wo wir da waren, waren schon ein paar Wochen her, jetzt waren wir heute da und war auf einmal nicht mehr da. Hm. Oder wir waren blöd und das war irgendwie bei Rossmann, aber ich glaube nicht, weil ich schätze, es war bei DM, da waren richtig schöne Nägel, als ich das gesehen habe und heute nicht da. Ja, also haben wir das... Schmeiß weg. Schmeiß weg, genau, braucht keiner. War nichts kaputt. Nee. Haben wir das genommen, was da war, ne? Für sie, für morgen. Mal gucken, welche sie davon nimmt. Also zwei verschiedene Nägel. Also sind auch Formen unterschiedlich ein bisschen und vor allem die Farbe. Dann haben wir für sie diesen, hat eine nette Dame, ne? Die hat auch sich was davon geholt. Die hat sich auch sind ins Gespräch gekommen und da hat sie uns empfohlen, den hier zu nehmen. Die meinte, der ist richtig gut. Und für die Pflege von den Nägeln habe ich jetzt für Ich guck mal, ob das hilft. Haben wir das jetzt mitgenommen. Genau. Das war auch alles, was Isi... Ja, nee. Ich hat Isi noch geholt. Das muss ich heute auch noch machen. Strähnchen. Sie will unbedingt wieder Strähnchen haben. Ich habe mit
genommen. Einmal, ja, das Zeug, das ist so eine Fruchtfliegenfalle. Dann habe ich, ups, da bin ich gerade schwindelig. Einmal, was ist es? Eyeliner, ne? Eyeliner. Genau. So einen, der ist in Blau. Blau? Ja. Hast du dir in Blau? Weil ich es in Blau mag. Aha. Hier ist ein blauen Eyeliner mitgenommen. Und einmal, wieder mal, aber andere, wasserfestes Mascara. Dann habe ich auf jeden Fall noch... Du hast was bei Teddy mitgenommen? Und wieder ein Frosch. Ja. Wo ist Teddy? Da. Ach, da drin, ja. Genau. So eine Box habe ich mir mitgenommen. Und demnächst werde ich meine Cousine besuchen. Und für den Kleinen, für meinen frisch geschlüpften Neffen, habe ich ein Lätzchen bei der mitgenommen. Ich habe für ihn noch mehr, aber nicht mehr von der M. Genau. Dann waren wir noch, war ich bei der M. Ich habe ja letztens Teddy erzählt, als ich im Badezimmer oben geputzt habe, dass ich für die Fensterbank und auch für diesen Absatz da über dem Klo und so was Dekoratives haben möchte. Ihr dürft dreimal raten, was ich mitgenommen habe. Quack! Und zwar die beiden. Ich habe hier einen noch davon, so einen, hier unten stehen. Und jetzt habe ich für oben, das sind ja diese nichts hören, nichts sagen, nichts sonst was, sehen, Frösche. Genau, und hier ist einer, nichts hören, nichts sagen und so, ne? Und den anderen habe ich nicht mitgenommen. Und für das, mit dazustellen habe ich noch so... ein Blumentöpfchen mit künstlichen Blumen natürlich. So, das ist meine Jacke, die ich so mit hatte. Und bei Erstings Family habe ich für meinen frisch geschlüpften Neffen, das packe ich alles schön ein, ein Hemdchen mitgenommen und eine Jeans. Ich habe das mit Absicht, wurde auch so gewünscht, nichts in der jetzigen Größe. Der hat jetzt bestimmt, was weiß ich, 56, 62. Das geht so schnell vorbei. Ich kenne das von meinen Kindern. Ne, wenn man jetzt für ein Baby irgendwie was kauft, dann am besten mindestens 2-3 Größen größer. Ja, ist einfach besser, weil von diesen ganz kleinen hat die Mutter meistens genug. Und das Baby verwächst in den ersten Monaten so schnell. Deswegen habe ich jetzt das hier noch zu dem Lätzchen. Wo habe ich denn das Lätzchen? Ach, das habe ich in die Tasche wieder. Dazu. Für mich gab es wieder 3 kaufen, 2 bezahlen. Ich habe diesmal aber keine T-Shirts, sondern solche ja, ohne Ärmel, so Achselshirts genommen. Einmal so eins. Einmal so eins. Das habe ich tatsächlich schon als T-Shirt mit kurzen Ärmeln da. Und einmal so eins. Genau. Und Madame hat für sich so ein bisschen Unterwäsche mit eingepackt. Eigentlich nur Unterhosen, ne? Mhm. Verschiedene Unterhosen. Zeige ich jetzt nicht einzeln. Habe mich nur gewundert, dass sie jetzt mal solche Formunterhosen trägt. Habe ich schon 2 Stück davon. Aha. So, und dann waren wir nur noch bei Rewe. Und bei Rewe ist das wirklich ganz wenig geworden für uns, für unsere Verhältnisse. Ne? Aber es ist auch nur ein Wochenendeinkauf. Was nicht mit Essen zu tun hat, Papa und ich haben uns Käppis gekauft. Papa hat sich so eins mitgenommen. Und ich habe mir, tada, so eins mitgenommen. Ne? Was meint ihr? Ich finde, mir steht auch Käppi, nicht nur Hut. Ja, und Isabel, die wollte sich das erstmal bei meiner Schwester ausleihen. Und ich habe auch gesagt, eigentlich brauchst du so ein Teil ein bisschen häufiger als nur jetzt einmal für die Abschlussfeier, ne? Also haben wir es genehmigt und haben ihr von Philips so einen Lockenstab gekauft. Die hat nämlich schon länger drum gebettelt. Jedes Mal eigentlich, wenn wir irgendwo sind, wo es sowas gibt. Und diesmal habe ich gesagt, ja gut, Papa war mit ihr dann zu dem Regal, während ich bei der Fleischtheke stand. Haben wir gesagt, kaufen. Gut. Meine Tante hat ja auch nur so ein komisches
Dreier-Ding, so dass so hintereinander so ist. Und das ist ich weiß nicht, das dreht irgendwie so, ne? Nein, nicht drehen. Das ist so einfach so quasi das, bloß mit drei. Ach so. Also ist man leicht so, man kann die auch nicht drum wickeln, man macht nur einmal quasi so mit dem Ding und dann hat man so drei Wellen. So. Das macht man so ein paar Mal. So ein normaler Lockenstab ist besser, glaube ich. Ja gut, Isabel hat sich auf jeden Fall jetzt einen Lockenstab gegönnt. Was hat sie sich noch gegönnt? Für sich und Drafi wieder mal, wie soll es anders sein, ne? Red Bull. Die hat dann erstmal rumgeheult, es gibt kein grünes. Also hat sie sich ein lila und für Rafi wieder sein ohne Zucker mitgenommen. Ich muss mich gleich hinlegen. Geht gerade überhaupt nicht mehr. Eier. Haben wir eine Packung. Dann, wir haben Bananen mitgenommen. Ein mit der App, ich habe ja auch Rewe-App, doch ein bisschen noch was gespart tatsächlich. Paprika, Radieschen, ein Bund. Ja, ich habe das in die Tüten eingepackt, war mir sicherer, als die Radieschen jetzt durch die Gegend kulandern. Dann haben wir Stangensellerie eingepackt. Für Stangensellerie muss ich erstmal rennen, damit wir den Preis. Ja, weil das war irgendwie nicht mehr dran. Das kriegen wir immer wieder hin, ne? Dass da auf einmal kein Preis dran ist, keine Ahnung. Dann ein Eisbergsalat muss man ausräumen, Isabel. Da ist zu viel Zeugs drin, eine Verpackung, muss man erstmal alles ausräumen. Für Rafi drei grüne Äpfel, wenn es zählen kann. Ne? Dann habe ich einen Bottich Tomaten. Der Papi hat eine Tüte Äpfel. Was haben wir noch geschickt? Und ich habe noch zwei Tomaten mitgenommen. Wir wollen heute nämlich Hamburger selber machen. Okay, nur die paar Dinger dann, ne? Und eben das Gemüse dazu schneiden. Brötchen mache ich nicht selber. Dafür habe ich heute nicht genug Zeit. Dann haben wir, hoppala, für morgen zum Frühstück, vor allem für uns drei. Ne? Wir müssen morgen früh wieder aufstehen. Schon wieder früh aufstehen. Brötchen, hier sind drei Weltmeisterbrötchen und zwei Sonnenblumenkernbrötchen. Ja, eben für die Hamburger, wir haben noch welche, aber für Rafi habe ich extra ohne Sesam drauf welche mitgenommen. Dann, ich muss für morgen was backen, ne? Oder ich möchte was backen für meine Tochter zu ihrer Entlassungsfeier. Und dafür habe ich jetzt schon mal Kuvertüre mitgenommen und zwei verschiedene, mal sehen, was ich damit mache. Ich habe überhaupt noch keinen richtigen Plan im Fondant mitgenommen. Das ist weiß, muss aber eingefärbt werden, wenn ich tatsächlich das mache, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht hilft sie mir auch. Ne? Das ist ja, du kannst mir auch gerne helfen, am besten dich künstlerisch betätige, solange ich backe. Eine Avocado habe ich noch mitgenommen, genau. Dann auch für den Kuchen Tonkazucker, das packe ich gleich dahin. Dann logischerweise ist ein bisschen wieder Gummizeug mitgekommen. Und Schlagsahne. Ach ja, der Rest ist wahrscheinlich in der Kühltasche dran, ne? Mhm. Ist noch mehr. Ich habe Schlagsahne eingepackt, eigentlich drei solche Klopapier. Das müssen wir unbedingt wieder mitnehmen, weil nicht mehr so viel da. Genau, hier ist noch ein Bottich Schlagsahne und dann habe ich noch zwei in anderen Bottichen. Dann Wurst. Ich glaube, ich habe drei mitgenommen. Eine ist bestimmt da drin. Einfach mal nur diesen Puttenbrustaufschnitt. Der Papa hat wie viele davon? Sechs. Auf verschiedene Sorten. Ja, verschiedene Sorten kann das sehr. Sind es auch am Ende acht geworden. Dann habe ich Quark Magerstufe mitgenommen. Aha, habe ich gefunden. Also meins ist ja alle. Paprika geräuchert. Ist so lecker. Musste ich wieder nachkaufen. Brot. Einmal dunkles, einmal helles. Hier so ein frisches Brot. Spaghetti für morgen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich noch welches da habe oder nicht. Auf jeden Fall Geflügel Wiener 3. Also eins ist noch in der Kiste. Hat Papa mit eingepackt. Schmeiße ich jetzt einfach alles außer das hier rein. Dann kann man das gleich wissen.
Und dann haben wir nur noch Kühltasche. Und zwar, ja, habe ich einmal die hier mitgenommen. Dann Eis. Vanille, Erdbeer mag ich total gerne. Papa auch, Isi auch, ne? Mascarpone auch für den Kuchen. Habe ich mir gedacht. Also hier ist die zweite Packung, dritte Packung Wurst. Dann habe ich für den Fall, dass jetzt einer Hunger hat, aber ich glaube, hat keiner von euch, ne? Ich auch nicht wirklich. Die hier mitgenommen, Schupfnudeln. Achso, hier ist der ganze Grand-Dessert-Kram. Hier sechs, tatsächlich sechs. Und dann hat Papa noch anderen Joghurt, vier Stück mitgenommen. Genau, das ist diese von Zott, Sahnejoghurt, Saisonfrüchte, Erdbeer-Rhabarber, Kirschbanane. Kirschbanane, also vier Stück hat er noch anderen Joghurt eingepackt. Dann habe ich hier, wie ich schon gesagt habe, noch Creme Leicht und Schlagsahne. Genau. Hier ist noch so ein Becher Schlagsahne. Eine? Ich glaube ja. Dann habe ich noch, haben wir ja auch gegessen letztens, Nachschub geholt von Pelmeni mit Puttenfleisch. Richtig lecker. Genau, ich wurde gefragt, wo ich die her habe. Auch bei Rewe gibt es die im Kühlregal. Das fand ich vorhin, als wir am Impfzentrum waren, voll geil. Da an der Tür stand einfach Eingang, halt einfach auch auf Russisch und so. Ja, ja. Wahrscheinlich auch Italienisch. An vielen, in allen möglichen Sprachen. Alles, was in München vertreten ist quasi. Spaghetti-Eis musste mal wieder sein. Ich hoffe, ich krieg was davon ab, bevor meine Familie das vernichtet. Und dann noch in der Sorte. Ich trauere immer noch ganz, ganz heftig nach, weil meine Lieblingssorte von den Teilen aus dem Sortiment genommen wurde. Anscheinend das mit dem Hähnchenfleisch. Genau, und dann an der Fleischtheke frisch gekauft 2,5 Kilo Hackfleisch. 1 Kilo wird jetzt für Bolognese sein und 1,5 Kilo denke ich, oder ich teile das 50-50 auf jeden Fall für die Buletten für Hamburger. Das mache ich heute zum Abendessen. Ja, und dann haben wir noch Wasser. Wasser und Katzenfutter, also Dosenfutter, haben wir noch hinten gelassen. Und das war es auch. Also wir haben dann Isabel hat sich wieder mal irgendwie 2 Bücher bei Thalia gekauft. Diese Manga halt, ne? Und während Isabel das gemacht hat, haben Papa und ich uns einfach mal bei Warnecke, bei der Bäckerei draußen hingesetzt und ein Käffchen, also in meinem Fall Cappuccino. Und ich habe dann so ein, was war das denn jetzt für ein Ding? Blaubeerplunder gekauft. Papa hat was anderes. Und dann kam Isi dazu und hat sich noch auch Kakao und, was hat die denn jetzt? Ah, Streuselteiler wie immer natürlich genommen. Ne? Also wir haben das ein bisschen dann uns zwischendurch hingesetzt, ja. Das war jetzt unser Tag. Also es ist jetzt 14 Uhr und wir sind seit um 8 Uhr unterwegs gewesen und erst so vor 15, 20 Minuten erst nach Hause gekommen. Und jetzt muss ich hier loslegen mit Kochen für morgen, Backen für morgen, meinen Nagel reparieren, Isabel Strähnchen machen und entscheiden, was ich morgen anziehe. Ich darf ja nicht hübscher aussehen oder auffallender aussehen als die, hat sie gesagt. Das heißt, höchstwahrscheinlich fällt mein rot-rosa-orangenes Kleid aus. Ne? Das kannst du auch anziehen. Hast du das nicht extra dafür gekauft? Eigentlich habe ich extra dafür gekauft. Aber eigentlich ist das ja nicht auffälliger als meine. Eigentlich nicht, ne? Ja gut, ich darf das Kleid anziehen. Ja, ich werde versuchen, euch morgen natürlich mitzunehmen, soweit ich kann. Wir haben eigentlich was geplant, wenn das Wetter mitmacht. Nach der Entlassungsfeier werden wir sehen. Ja, auf jeden Fall, wir räumen das jetzt erstmal weg und dann geht es mit dem regulären Vlog weiter. Ich habe euch nämlich unterwegs auch mitgenommen. Ein bisschen. Ja, unser Nachmittag filme ich dann für euch extra. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. Auf die Glocke klicken. Teilen, wie auch immer.
würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Das ist schon auf jeden Fall. Tschüss, ihr Lieben. Oh mein Gott. Kinder.